sondern Sie haben ja auch Geschichten geschrieben. Können Sie dazu vielleicht noch was erzählen? Ja, gerne. Also kann da auch erzählen. Ich bin ja auch, ich mache ja ganz viele verschiedene Sachen, so ganz viele verschiedene Dinge. Ich bin ja auch, also wo ich schon mal gesagt habe, Moderatorin, da hatte ich ja schon ein bisschen was erzählt davon. Und ja, was ich halt auch mache, ich bin auch Autorin, schreibe halt auch Geschichten, also Kindergeschichten. Und ja, die wurden dann halt auch ganz viel halt auch in Büchern auch veröffentlicht. Habe mich auch über mein Leben geschrieben. Ich wurde auch in einem Buch veröffentlicht über mein Leben. Und ja, da kann man halt auch vieles halt auch nachlesen. Da habe ich einmal, wie ich ja schon gesagt, meine Lebensgeschichte einmal geschrieben. Und ja, und die nächste Geschichte war ja dann halt auch Rieke mag nicht mehr allein sein. Das war eine Kindergeschichte. Und ja, und wie gesagt, weiß ich, kennen Sie den Raul Krauthausen? Habe ich schon gesagt. Und zwar der Raul Krauthausen und die Suse Eichbauer, ich glaube, die kennst du wahrscheinlich, glaube ich, wohl nicht. Die Suse Eichbauer, die macht ganz, ganz, ganz tolle Illustrationen und so. Und da wollten wir eigentlich zusammen ein Buch machen. Ja, also so eine Kindergeschichte, so ein Buch. Ne? Und ja, da gibt es schon auch einen Entwurf. Ja? Und das sollte, also der Titel sollte heißen Rieke und Max. Ja? Und ja, und da schreibe ich, wie gesagt, halt die so dann die ganzen Geschichten. Und da sollen dann halt auch noch Bilder kommen. Das macht dann halt die Suse. Suse Eichbauer, die macht dann diese schönen Bilder, Illustrationen. Und ja, da gibt es halt, wie gesagt, auch schon einen Entwurf für das Bilderbuch. Ne? Mal sehen, ob es was wird. Bin ich aber gespannt. Wäre natürlich schön. Ne? Und für mich ist es halt auch in Bezug halt auch auf Inklusion natürlich auch wichtig, weil so in Geschichten da ist halt auch viel halt auch mit Inklusion drin. Und das ist natürlich halt auch für mich halt selbst auch ganz, ganz wichtig. Es hat bei mir die Kindergeschichten halt auch immer dann ein Happy End haben. Und das finde ich auch immer sehr schön. Okay. Ja.